Endlich wieder Ruhe und Ordnung in Berlin. Und das am Tag der deutschen Einheit. 18 Uhr, Kreuzberg ist abgeriegelt. Eine Stadt atmet auf und ein Senator klärt auf. Wir lassen uns unser schönes Berlin nicht von den Kreuzberger Anti-Berlinern kaputt machen. Aus diesem Grund hat der Berliner Senat auf einer geheimen Sitzung nach den durchschlagenden Erfahrungen der Kreuzberg-Blockade vom 12.06. den Bau eines Anti-Kreuzberger Schutzwalls beschlossen. Heute, pünktlich zum 17. Juni, möchte ich als Senator für Architektur und Inneres das erste Teilstück, den Grenzübergang Kottbuser Brücke, eröffnen und die Öffentlichkeit kann sich hier nun feierlich übergeben. Die Mauer muss weg! Die Chaoten aus SO36 pöbeln, wie immer, vergeblich. Die Gegenseite ist lautstärker. Von den Maßnahmen der Obrigkeit ist die Polizei offenbar ein wenig überrascht worden. Ein Schupo erscheint und bleibt erstmal ratlos. Fordere ich Sie auf, die Straße frei zu machen wieder, ja? Sie als Verantwortlicher. Sie haben es daraus gegeben, als Verantwortlicher, ja? Ja, ich sage ja, es findet hier eine Feierlichkeit statt. Ich bitte Sie, jetzt Ihre Feierlichkeit aufzuheben und den Verkehr wieder freizugeben. Der Verkehr ist ja, der kann ja durch. Wir haben ja hier einen Durchgang gelassen. Wir verteilen Passierscheine. Preußische Gründlichkeit an der Grenze zwischen Anti-Berlin und Rest-Berlin. Ein beruhigendes Bild. Das versöhnt auch die Polizei. Sie überrascht mit einem konstruktiven Vorschlag. Das sich einem möglichen allen Rücken zu wiederholen. Und, Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Ach, das ist ja eine tolle Idee. Die Polizei hat uns eben gesagt, wir können das noch an allen anderen Brücken wiederholen.